Jetzt wollte ich euch eigentlich mal ein kurzes Update von den 8-Liter-Aufzuchtbecken hier präsentieren und habe festgestellt, dass ich Idiot letztes Wochenende beim 54. Becken, das hier, da war ich letzte Woche dabei und habe einige Pflanzen rausgenommen und unter anderem auch Richia-Moos, was ich hier kurz zwischengelagert hatte. In den 8-Liter-Becken, da sieht man das noch. Und was wollte ich euch sagen? Dummheit wird bestraft. Da die Großen und die Kleinen, die da wohl im Richia-Moos mit drinnen saßen. Na, wird es jetzt schärfer? Ja, das ist einer von den Größeren. Sind auf jeden Fall auch noch ein ganzer Schwung junger, kleinerer wieder mit dazwischen. Also wieder ein Mischmasch und eine Überraschungskiste, die ja wie alle anderen auch nicht geplant war. Aber so ist das eben, wenn man nicht alle Sinne beieinander hat. Wo sind denn die ganz Kleinen jetzt hier? Ja, und die Hälfte vergisst. Dann ist das mal so, ne? Ja, das sind alles die Größeren. Weiß gar nicht, wo die Kleineren jetzt sind. Na nö. Was seid ihr? Haben sich jetzt versteckt. Doch, da. Da ist einer von den kleineren. Bei der Garnele. Hier, da, genau. Da sitzen sie. Die ganz kleinen. Naja, lass uns überraschen, was das wird. Also, was das wird, ob es Hybriden sind oder ob es Gertrudado oder Laminatus sind, was anderes sitzt ja nicht drin. Und was die anderen werden, ist ja auch noch ungewiss. Naja, schauen wir mal, wie sich das so entwickeln wird.